ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers. In dieser Folge nehme ich euch mit auf eine Weltreise, und zwar um die ganze Welt. Wie das in der kurzen Zeit gehen soll, mit diesem Flugzeug und wo, lasst euch überraschen. Es geht nämlich ganz einfach in Minimundus, der kleinen Welt am Wörthersee. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen wie ein gewisser Phileas Fogg. Den kennen Sie vielleicht aus der Geschichte in 80 Tagen um die Welt. Und der hatte ja in Indien, wo dieses Bauwerk namens Taj Mahal im Original steht, auch einiges Gefährliches an Abenteuern zu bestehen. Nur, wo ist bitte mein persönlicher Passepartout, der mein Gepäck trägt? Durch ihre Länge von fast 5000 Kilometern ist die chinesische Mauer das einzige Bauwerk der Welt, das aus dem Weltall erkennbar ist. Die Sophienkathedrale in Kiew. Nein, kleiner Abstecher in die Steiermark, genauer gesagt nach Bernbach, wo diese Kirche von Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde. Und dieses Modell, wie alle anderen in Minimundus im Maßstab 1 zu 25, der Moschee von Banda Aceh in Indonesien, wurde übrigens nicht von den heimischen Modellbauern gefertigt, sondern von indonesischen. In Tibet steht der Kumbum-Tempel. Die alte Wehrburg Pfalzgrafenstein in Deutschland. Einsteigen in den Dampfzug bitte und weiter geht die Reise. Ja, wohin denn bloß? Na, sagen wir mal nach Sydney zum weltberühmten Opernhaus. Ihr wisst schon, wer in Brüssel sitzt, die Herren von der EU. Und das ist das Brüsseler Rathaus. Und von Brüssel weg nehme ich einfach mal die Wuppertaler Schwebebahn und lande schwuppdiwupp beim Schloss Neuschwanstein. Und wenn ein bayerischer Herzog oder Fürst wie der Ludwig II. Ein Schlösserle baut, dann muss das halt schon was gleich schauen, oder? Betrachten wir hier mal das Kloster Studenica in Serbien, eines der schönsten mittelalterlichen erhaltenen Kloster- und Befestigungsanlagen. Na, ob ich mit der Schafbergbahn in St. Wolfgang zu meinem nächsten Ziel gelangen werde? Schauen wir mal. Gelandet bin ich bei der Burg Falkenstein im Mölltal. Jetzt schon an Weihnachten denken? Tatsächlich wurde in der Stille Nachtkapelle in Oberndorf das weltberühmte Weihnachtslied erstmalig aufgeführt, und zwar 1818. An welche französische Sängerin muss ich jetzt wohl denken? Eh klar, den Spatz von Avignon, Mireille Mathieu. Akropolis, adieu, ich muss gehen. Und zwar nach Spanien. War ein ganz schön weiter Marsch bis zur Sagrada Familia in Barcelona, die übrigens heute schon ein bisschen anders aussieht als hier am Modell. Denn an der Sagrada Familia wird ja laufend weitergebaut. In Wirklichkeit zehntausende Kilometer, in Minimundus ein Katzensprung von Barcelona nach Osaka, zur dortigen Burg. Weiter geht's mit Gunter Gabriel, Intercity-Linie Nummer 4. Und wohin? Na, wie wär's zum Beispiel mit der berühmten Burg Hochosterwitz in Kärnten? Auto im Reisezug spart Benzin und bringt mich nach Venedig. Wir haben hier den Markusdom und den berühmten Campanile, den Glockenturm. Auf diesem Turm war ich zwar noch nicht, aber im Gebäude im Palazzo Vecchio in Florenz sehr wohl. Und davor steht unter anderem Michelangelos David. Und den Wiener Stephansdom mal komplett ohne Baugerüste. Da
Das gibt's wirklich nur in Minimundus. Vom Steffel sind's in Natura rund 1000 Kilometer bis zu dieser Kirche, nämlich dem Petersdom in Rom. In Minimundus liegt genau ein Gehweg dazwischen. Weiter geht's nach London. Zunächst einmal hier den Tower. Und gleich dahinter natürlich die passende Tower Bridge. Wenn Schiffe hier durch wollen, wird bei der Tower Bridge die Fahrbahn in der Mitte einfach hochgeklappt. Die ganze Welt kennt diesen Turm unter dem Namen Big Ben. Dabei ist es nicht der Name des Glockenturms des Palace of Westminster, sondern nur die Glocke, die hier oben drinnen hängt, heißt Big Ben. Die Fischerpastei und die Matthiaskirche in Budapest. Ja, und diese zwei sind selbst im Maßstab 1 zu 25 verdammt hoch. Hier haben wir zunächst mal den Eiffelturm aus Paris. Und gleich dahinter den CN Tower in Toronto. Bei dieser spanischen Burg muss ich unweigerlich ans Trinken denken. Die heißt nämlich Coca. Das Wiener Riesenrad und im Hintergrund das Minimundus Riesenrad. Zeit für einen kleinen Abstecher nach Norddeutschland. Den Hamburger Michel habe ich übrigens auch schon in Natura gesehen. Das Brandenburger Tor in Berlin allerdings noch nicht. Der Arc de Triomphe in Paris und im Hintergrund fährt die Eisenbahn. Almhütte mitnichten. Das ist ein Gemeinschaftshaus der Maori in Neuseeland. Und etwas größer liebte es Prinz Eugen von Savoyen, der das Belvedere in Wien bauen ließ. Und das ist jetzt die Gartenseite des oberen Belvedere. Nicht weit von Minimundus, also von Klagenfurt entfernt, liegt das Schloss Porcia in Spital an der Drau. Und hier dreht sich sogenannte erneuerbare Energie. Schlossort im Traunsee. Tja, welchen Zweck, glauben meine Zuseher, hat dieses Gebäude? Jetzt wird es ein bisschen leichter. Oben ein Kreuz, da vorne Glocken. Tatsächlich eine Kirche. Und zwar jene in Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien. Wenn wir schon bei futuristischen Bauwerken sind, wo steht denn dieses gläserne Ungetüm? Das Bauwerk, das eigentlich dahinter steht, ist wesentlich weniger modern, nämlich der Louvre. Das berühmte Pariser Kunstmuseum und das ist die Glaspyramide davor. Ja, und hier noch was aus der moderneren Ecke. Die Universitätsbibliothek in Mexico City. Man beachte, zwei Namen, die hier geschrieben stehen, Ptolemäus und Kopernikus. Die Basiliuskathedrale in Moskau mit ihren berühmten Zwiebeltürmchen. Und sie schwimmen unterhalb des Leuchtturms von Porrea in Pula. Dann wollen wir doch mal verhindern, dass dieser schiefe Turm irgendwann einmal umfällt. So, der Turm steht wieder gerade. Und damit sehen wir auch, wo wir gelandet sind, in Pisa. Also beim Dom von Pisa genauer gesagt. Und Pisa, das mögen ja vor allem die Lehrer und die Schulkinder nicht. Und weiter geht's zur nächsten Station der Weltreise. Und hier sehen wir die vier berühmten Statuen bei Abu Simbel in Ägypten. Der ohne Kopf, das ist wahrscheinlich der Befehlshaber. Die Kommandozentrale Amerikas, das Weiße Haus. Man könnte auch sagen, die Kommandozentrale des Irrsinns. Ob das der berühmte Fünfer aus dem Kaisermühlenblues ist? Auf jeden Fall bringt er mich zur nächsten Attraktion in Minimundus.
In Wirklichkeit steht die Independence Hall in Philadelphia natürlich nicht vor dem berühmten Hollywood-Schriftzug. Tatsache ist, am 4. Juli 1776 wurde dort die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Passend zur Unabhängigkeitserklärung haben wir hier die Freiheitsstatue aus dem New Yorker Hafen, die allerdings mehr als ein Jahrhundert später erst als Geschenk von Frankreich nach New York gebracht wurde. Und weiter geht's mit dem Railjet zum nächsten Ausflugsziel meiner Weltreise. Mit der São Gabriel entdeckte der berühmte portugiesische Seefahrer Vasco da Gama den Seeweg nach Indien, und zwar knapp vor 1500. Schloss Miramare in Triest war eines der beliebteren Sommerziele der Habsburger und vor allem von der in Wien unglücklichen Kaiserin Sissi. Ja, und während ich hier ganz entspannt aus dem Fenster des transkanadischen Eisenbahnzuges blicke und diese wunderschöne Landschaft bewundern kann, möchte ich noch etwas dazu sagen, nämlich gerade für Kinder bietet Minimundus extrem viel tolle Erlebnisse, interessante und spannende Erlebnisse und auch dieses Heftchen hier. Nun, einen guten Teil von Minimundus habe ich euch jetzt gezeigt, aber da gibt es noch so viel mehr zu entdecken und das müsst ihr bitte selber tun. Ja, und für die Heimreise buche ich eine ganz besondere Reisemöglichkeit. Und tschüss.